Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Wunderschön und willkommen zurück zu diesem grandiosen Stückchen Ort, was mal so langsam aber sicher zu einer Stadt werden soll. Ja, ich bin zurück aus meinem in Anführungszeichen Urlaub, beziehungsweise aus meiner steten Abwesenheit bin ich erfolgreich zurückgekehrt. Und der ein oder andere, der wird sich eventuell schon an meiner Stimme etwas stören. Ich weiß, aber ich habe mir natürlich, wie es sich gehört, wenn man mal ein paar Tage wegfährt, erstmal direkt eine ewig schöne Erkältung mitgebracht. So wie sich das gehört, ne? Es ist ein Traum, es gibt nichts Schöneres. Was ist hier los? Doch, Strom haben sie alle, dann scheiß mal auf die Leitung hier. Ja, Ladies and Gentlemen, man sieht vielleicht schon, wir haben hier eventuell ein kleineres Problem, was unsere wunderschönen kleinen Farmer und Landwirte angeht. Denn offensichtlich haben wir ja hier oft sehr große Probleme mit zu wenig Mitarbeitern. Das ist natürlich schlecht. Das Problem an der Sache ist natürlich auch, hier nebenbei innen drin in der Stadt stirbt immer noch der Handel. Haben wir eigentlich einen Ton in-game? Wir haben gar keinen Ton in-game. Ihr habt Ton in... Ach, ich habe keinen Ton in... Ah, Jungs, ich bin doch verwirrt. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz Krach machen hier. Ah, wir haben doch Ton. Entschuldigung, mein Kopfhörer hat sich ausgeschaltet. Ich habe nichts mehr gerafft hier. Egal. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, was mich jetzt hier nicht ganz aus dem Konzept bringen sollte, war die Sache, dass sich hier tatsächlich der Handel ein wenig verabschiedet hat. Ich sag mal so, wir reißen jetzt hier mal... Oh, die Straße wollte ich eigentlich nicht abreißen. Ich fange mal wieder an, hier mich professionell auszuleben. Also, ich wollte hier das nach da und das nach da und dieser Vorortstraßenblock soll natürlich auch wieder dahin. Hier käme dann wieder Handel hin, also es ergibt sich so langsam. Wartet mal, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Achso, ich wollte diese ganzen furchtbaren, hässlichen, nicht mehr vorhandenen Gebäude alle abreißen. Ich meine, der Handel möchte natürlich expandieren, das sehen wir hier unten gerade. Das Problem an der Sache ist nur, der expandiert an der falschen Stelle, beziehungsweise wir haben an der großen Innenstadt, wo ich ja tatsächlich den Handel vermuten würde, leider gar nicht viel mehr Platz für den Handel, ne? Wir hätten jetzt hier im Vorort Platz ohne Ende für den ganzen Käse, aber hier, ach du Jemine, naja gut, komm, egal, bevor ich jetzt hier 1000 Jahre irgendwas abreiße. Erstmal gucken wir uns jetzt hier unsere kleine Stadt an. So, von Seaside aus gesehen, so hätte ich die Folge eigentlich auch anfangen können, sieht das ja schon mal gar nicht mal so doll schlecht aus. Das ist ja schon mal positiv. Unsere Müllverbrennungsanlage hier vorne arbeitet auch fleißig. Wir haben genügend Elektrizität, das Wasser ist auch kein Problem. Müllentsorgung scheint zu funktionieren. Auch in den letzten Randgebieten da oben ist irgendwann mal die Müllabfuhr, das ist super. Medizinische Versorgung, ich muss hier nochmal ganz kurz nachgucken. 1000 als Kapazität der Heilung haben wir zur Verfügung. Naja, schön und gut. Ja, wir hatten letztes Mal, glaube ich, diese Straße hier vorne. Da hatten wir aufgehört zu bauen. Ich baue die jetzt mal ganz kurz weiter, damit ich nochmal irgendwie so einen Anstoß kriege an dem, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich mal ganz kurz das Stückchen Straße, was ich hier das letzte Mal gebaut habe, nochmal zurückbauen, weil sonst kann ich hier gar nicht mehr weitermachen. Ja, ich hätte dich ganz gerne nach da und von da ausgehend dann weiter hier rumgelegt. Ja, ich baue mal ganz kurz hier diese wunderschöne Straße weiter. In der Zwischenzeit könnte ich mir ja schon mal überlegen, was ich denn diese Folge eigentlich alles noch so machen möchte. Ich habe ja jetzt das letzte Mal, was war denn das letzte Mal? Wann habe ich denn das letzte Mal aufgenommen? Das ist ja schon Jahre her. Lang ist's her. Ja, ich glaube, das war ja vor knapp 2 Wochen jetzt, wo ich City Skylines das letzte Mal gespielt habe. Das ist jetzt natürlich keine allzu gute Referenzmenge. Oh, hoppala, ich will nicht OBS verschieben. Bleib mal schön da, mein Freund. Nein, das will ich auch nicht. Ich wollte hier das letzte Stückchen Straße nochmal abreißen. Ich habe da noch kein Terraforming gemacht. Ich kann da noch gar nichts vorbereiten. Egal, wir haben ja jetzt hier diese wunderschöne Mauer gebaut. Oh, ich höre mich an wie Trump als Präsident. Egal. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier unsere kleine Innenstadt. Genau, ich muss mich hier gerade ganz kurz selbst wieder reinfuchsen. Ich habe jetzt, normalerweise fange ich die Folgen immer nicht direkt an aufzunehmen. Das heißt, ich setze mich nicht vor den PC und fange an irgendwie zu reden, sondern ich gucke mal meistens normalerweise immer 4-5 Sekunden an, was ich denn eigentlich gemacht habe. Das ist eigentlich eine sehr praktische Idee vom Grundsatz her. Nur, mich beschleicht der Verdacht, dass ich das ja heute definitiv auch machen soll, aber ich es nicht getan habe. Das ist natürlich dann doof gelaufen. Naja, vielleicht sollten wir uns erstmal was anderes überlegen. Und zwar, wir haben ja jetzt hier unsere Innenstadt. Die soll sich ja jetzt hier hinten über ausdehnen. Und da hinten ist schon wieder kein Strom mehr. Ja, gut, das ist jetzt logisch, ne? Ja, ich muss mal ganz kurz, ich mache mal was anderes jetzt. Ich mache mal ganz kurz, mache ich mir mal ein bisschen Freiheit hier.
So und so und so. Ich mache mir mal ganz kurz Freiheit hier oben, das geht mir ziemlich auf den Sack. Worauf ich eigentlich hinaus wollte war, ich hatte ja gerade gesagt, wir wollen uns ja hier hinten her ausdehnen, ne? In diesen ganzen Gebieten hier mit dem ganzen geraden, krummen, nicht geraden Schritt und allem drum und dran. Ist klar, ne? Aber wir wollen natürlich auch irgendwie, ich weiß nicht, so den typischen, wollen wir eine amerikanische Stadt bauen oder so eher eine europäische? Das ist jetzt die ganz, ganz große, grandiose Frage, die wir uns stellen müssen. Denn wer schon mal ein bisschen weiß, wie die Städtetypen sich ein wenig unterscheiden, der weiß auch, dass wir ja im europäischen Stil ist eigentlich das hier. Das ist europäischer Stil. Wenn man sich die Straßen anguckt, das ist europäischer Stil. Also ich kann mal ganz kurz hier auf Verkehrsauslastung gehen. Wo haben wir das da? Das ist europäischer Stil. Das ist alles europäischer Stil. Ne? Es sieht aus wie Käse. Ne? Also im Sinne von, es ist ein heilloses Durcheinander. Logischerweise, die meisten europäischen Städte sind ja etwas früher entstanden, bevor die amerikanischen Städte überhaupt wussten, wo sie sind. Und aus diesem Grund hat sich das dann nun mal so entwickelt. Die amerikanischen Städte, das ist Beispiel New York natürlich relativ naheliegend, sind natürlich meistens in einer Art Quaderordnung angeordnet. Nicht alle, aber die meisten haben eine strikte Ordnung, wie sie denn aussehen. So, jetzt stellt sich mir persönlich natürlich schon die große, grandiose Frage, sollen wir das hier eventuell auch machen? Dass wir jetzt hier quasi so ein bisschen Quaderordnung reinbringen oder sieht das dann scheiße aus? Und da ich diese Frage noch nicht so ganz beantworten kann, würde ich eher sagen, wir machen das mal tatsächlich so, dass wir das ein wenig durcheinander bauen. Mein Problem ist jetzt hier mit der Sache, ihr seht schon, wir haben jetzt hier einen Berg. Den finde ich aber eigentlich, ich hatte gerade überlegt, ob wir das alles auf einer Ebene bauen sollen, aber ganz ehrlich, der Berg, der sieht doch super aus. Ich fände das wunderschön, wenn wir jetzt hier, komm, gib mir mal Straßen. Was haben wir denn für Straßen? So Straßen nehmen wir, ohne Begleitgrün, ich meine, das ist eine Stadt. Ja, wir müssen jetzt hier nicht anfangen, Luxus-Townville zu bauen. Aber ich baue jetzt hier einfach mal entlang dieser Hanglage hier. Ich meine, das sieht ja noch relativ human aus hier. Erstmal so ein paar Straßen, die ja das Ganze ja ein bisschen optisch schöner machen sollen, beziehungsweise unseren lieben, lieben Mitmenschen erlauben sollen, hier zu wohnen und zu bauen. Das fände ich nämlich ehrlich gesagt ganz schick. Nur, ich sehe gerade hier vorne, wenn wir jetzt hier die Straße angucken, wir haben jetzt hier quasi keine nutzbare Wohnfläche. Da müssen wir eventuell tatsächlich nochmal ein bisschen, ach so, zu viel Erde. Ich muss mal ganz kurz wieder irgendwo Erde hinkippen. Jungs, ach so, ich habe hier sogar einen super Ort, wo ich Erde hinkippen kann. Ich muss ja hier hinten das sowieso mal auffüllen. So, alles aufgefüllt, alles gut. Ich wollte eigentlich nur mit dem Glättungstool hier nochmal so ein bisschen die Wogen glätten, wie man so schön sagt. Ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht schneller geht. Ich meine, es geht schneller, wenn wir unser Mod-Tool wieder dran setzen. Aber das ist jetzt auch nicht so ganz mein Ziel. Wenn ich jetzt hier eine Straße wieder her... Ja, die haben wir unten aber immer noch nicht mehr. Wobei, vielleicht hat sich das hier nur noch nicht resettet. Das weiß ich nicht. Wenn ich mir jetzt die Straße da nehme und ich setze mal hier... so. Ja, so wirklich viel mehr ist das auch nicht, ne? Naja, gut, okay. Also ich muss ja ehrlich sagen, dieser Hügel, der ist ja schön, aber ich muss ja irgendwie Bauland da dran kriegen, sonst kann ich den ja gar nicht gebrauchen, diesen Hügel. Ich muss hier, glaube ich, nochmal die Straße wegklatschen. Straße weg, Straße weg, Straße weg, Straße weg. Warum ist das eigentlich so leise, dieses Spiel bei mir? Na, egal. Meine Kopfhörer haben heute auch einen sehr komischen Tag, aber was soll's? Also, ich hätte das hier ganz gerne mal ein bisschen angeglichen, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das hier am besten angleichen kann. Ich möchte ja eigentlich, dass das jetzt hier, genau... Hier, so ist am besten angeglichen. Den ganzen Hügel nochmal so ein bisschen verschieben. Genau, wir ziehen ihn jetzt quasi so ein bisschen flach. Ich meine, das ist schon die stärkste Stufe. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Es kostet uns viel weniger, als wir pro Sekunde einnehmen, wenn ich das jetzt hier so mache. Aber, naja, gut, okay. Also, ich wollte hier vorne einmal eine... Wisst ihr was, ich baue jetzt erstmal die... Nein, kann ich ja auch nicht. Komm, ich baue jetzt hier erstmal eine Rundstraße. So, die kann jetzt ruhig erstmal bis nach da hinführen. Dann baue ich von da oben eine Rundstraße. So, das geht doch schon. Also wenn jetzt vorne nicht so viel besetzt ist von den ganzen Sachen, dann geht das ja auch noch klar. So, jetzt baue ich nämlich hier tatsächlich diese untere Straßenordnung erstmal bis hier vorne hin nach. Hoppala, ich musste ja schon ein bisschen gerade bauen. Dafür ist Clipping Tool manchmal schon ganz praktisch. Und von da aus baue ich dich natürlich nach da. Ich möchte ja Verkehrsknotenpunkte bauen, die möglichst schnell zusammenstürzen. Aber gut. Wir haben jetzt hier unten unsere wunderschöne Küstenstraße, in Anführungszeichen. Ich meine, das ist einfach nur eine Straße zum See hin, aber egal. Und da würde ich jetzt eigentlich ganz gerne überall den Handel niederlassen, weil der sich hier unten ja immer so schön Freude daran macht, wenn er jetzt hier unten am Meer... Ich meine, jeder kennt das, die Touristenhochburgen dieser Welt. Ne? Wenn man hier vorne direkt am Meer hat, man meistens so Eiscafés oder sowas. Und das zähle ich jetzt natürlich auch unter Handel, weil Handel und Gastronomie wird ja meistens
ähnlich gleichgesetzt. Na gut, also wir haben jetzt hier Wohngebiete, wir haben jetzt hier unsere Handelsgebiete, die werden sich jetzt hier auch ein bisschen bewegen. Das nächste, was ich dann natürlich noch machen muss, ist mir jetzt hier angucken, was haben wir denn jetzt hier noch? Guck mal hier, diese so Sachen, die finde ich einfach furchtbar. Ich wollte ja hier eigentlich immer, ich wollte ja hier eigentlich immer diese Abfräsung machen, dass sich das ganze wunderschöne Gebilde hier wegbewegt. Ich will ja eigentlich nur, dass wir nur die Mauer hier vorne quasi sehen können. Das ist ja eigentlich so mein Ziel. Und diese ganze Erde, die ich da jetzt quasi rausfresse, so Stück für Stück. Auf der hinteren Seite kann ich nichts mehr klauen oder nichts mehr kaputt machen. Dadurch, dass die Straße da jetzt liegt, können wir das super machen. Das sind so Sachen, die sind einfach reine optischer Natur. Die haben gar keinen Sinn und Zweck. Oder so dafür, dass sie so viel Geld kosten natürlich. Es geht ja nur darum, dass wir hier im Grunde genommen die Möglichkeit schaffen, dass das hier immer schön aussieht. Das ist so mein Ziel. So genau, nach da noch ein bisschen, nach da noch ein bisschen, nach da noch ein bisschen. Hier haben wir schon alles weggefräst. Ne? Jetzt haben wir hier unten diese wunderschöne, wie nennt man das jetzt? Diese wunderschöne Mulde. So, jetzt mache ich mir direkt die Mühe und kipp die Mulde da unten einfach direkt wieder voll mit noch mehr Erde. Und ganz ehrlich, ich halte mal ganz kurz das Spiel an. Aus dem Grund raus, dass ich jetzt hier, wobei, da kommt, das kann auch weiterlaufen. Die Wasserflutwelle da, die wird schon nicht so hoch werden, dass sie alles kaputt macht. Ich hoffe es zumindest. So, jetzt, ich fülle jetzt hier unten einfach mal ganz spontan gesagt alles wieder auf das gleiche Niveau auf, wie es vorher war. Beziehungsweise ebenerdig. Ich will ja hier nicht so eine Kante davor haben. Ich will ja eigentlich erreichen, dass wir jetzt von der Seite kommen können und dass sich alles so ein bisschen aneignet. Ich hoffe doch zumindest, dass das funktioniert. Genau, jetzt können wir jetzt noch ein bisschen stärker machen, damit es auch ein bisschen schneller geht. Oh, hoppala, das war zu groß und zu stark. Das wollte ich nicht. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Hier, geh mal wieder, mach das zu langsam. Hier, geh mal wieder weg, ich fräse dich wieder weg. Ah, je, je, das ist auch immer ein Aufwand hier. Bis das mal alles schön und ordentlich ist, da muss man sich schon ziemlich viel Mühe geben. Genau, so, das wieder weg. Ich glaube, mit dem Run-Dings-Tool, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Hahaha, naja, gut, okay, vielleicht müssen wir das einfach nur sehr vorsichtig benutzen. Sieht man das jetzt wieder? Ja, sieht man, ne? Ach, das ist doch alles kacke hier. Das ist doch Geldverschwendung, wenn ich das jetzt wieder... Ich will jetzt nicht wieder Geldverschwendung betreiben. Tue ich bestimmt die ganze Zeit wie Sau hier. Naja, gut, oh komm, egal. Lassen wir es einfach mal so, wie es jetzt ist. Erstmal kümmern wir uns jetzt am besten darum, dass hier unsere ganze Stadt auch wieder eine Art Infrastruktur hat, die mit Wasser zu tun hat. Ich hoffe, man verzeiht mir ganz durchaus, wenn ich hier wenigstens das Wassernetz in quadratischen Zügen baue. Scheiße, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich, ja. Und ich will jetzt mal ganz kurz hier oben nach da wieder eine Wasserleitung ziehen. Und von da nochmal nach da eine Wasserleitung. Ich meine, das ist durchaus in Ordnung, hoffe ich mal. So, Clipping Tool ist an. Genau. Und dann ziehe ich die Wasserleitung jetzt einfach mal. Kommt 2400 Euro. Die habe ich gerade noch so. Ich ziehe die jetzt mal nach da. So, und jetzt von da ausgehend die Wasserleitung nach da. Und von da ausgehend die Wasserleitung nach da. Und von da ausgehend die Wasserleitung nach da. Und von da ausgehend die Wasserleitung nochmal nach da. Jo, so, Wasser haben die also auch alle. Und das Erste, was mir jetzt auffällt, ist, dass wir ein großes Nachfragebedürfnis nach Industrie- oder Bürogebieten haben. Das Schöne an der Sache ist natürlich, wie der Zufall es will, habe ich mir natürlich genau sowas in der Art schon überlegt, dass wir das mal irgendwie hier hinbauen können. Ich mache mal ganz kurz hier oben so eine gerade Straße, dann kann die sich da unten dran... Nein, tut sie nicht. Ich schließe die jetzt am besten daran oder an oder sowas. Nach da könnte noch eine Straße führen. Von da nach da führt eine Straße, habe ich gerade beschlossen. Hier bleibt mal einfach alles frei, wobei hier oben so eine Verbindungsstrecke sieht ja auch nicht schlecht aus. Auch hier stirbt der Handel schon wieder, ich weiß nicht warum, aber egal. Und dann müssten wir am besten irgendwie... Irgendwo, irgendwann, ich weiß es nicht, das ist jetzt eine gute Frage. Wir könnten, Betonung liegt auf könnten, hier oben ja noch tatsächlich ein bisschen mehr Richtung Stadtautobahn gehen. Ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich jetzt auch nochmal. Ich baue mal hier entlang, hoppala, das war vielleicht schon sogar ein bisschen zu weit, genau nach da. Ich baue jetzt einfach mal hier unten entlang dieser wunderschönen, du sollst dich nicht da unten dran anschließen, du sollst da unten durchführen. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen schwierig, das ist mir durchaus bewusst. Ja, da ist wieder ein Pfosten im Weg. Kann ich da überhaupt durchbauen? Nö, kann ich nicht. Na gut, dann lassen wir das mal ganz kurz. Da muss ich dich leider nochmal abreißen. Ah, Mist, wo kann ich denn jetzt hier durchbauen? Ich meine, das müsste ja eigentlich passen, ne? Ne, ist alles im Quadrat zu eng. Vielleicht hier drunter. Ne, das geht auch nicht. Vielleicht hier drunter? Von hier jetzt nach da, so Entfernung zu gering. Jetzt halt doch mal die Klappe mit deiner scheiß Entfernung da immer. Ja, nach da gibt's auch gar nichts mehr. Also... Wie wär's? Also ich baue jetzt mal ganz kurz hier so eine Straße.
So, und jetzt muss ich die leider abreißen, weil sie nicht ganz gepasst hat. Wie wäre es mit da so einer Straße? Und von da nach, ja, ganz genau. Der hat's verstanden, der junge Mann. Ich wollte nach da und nach da, genau. Sieht natürlich ein bisschen geknickt aus jetzt die ganze Sache, aber was willst du machen? Genau, nach dort kommt nochmal eine Verbindungsstraße, nach da besser nicht. Das sieht das Spiel schon richtig. Jetzt könnte ich nach da eine Verbindung machen, von da nach da, von da nach... Entfernung zu gering, was willst du denn von mir? So, nach da und von da nochmal so eine Stichstrecke da rein. Ich meine, das sieht jetzt natürlich alles aus wie Scheiße, aber das wissen wir ja schon. So, und dann von da nochmal nach da. Ja, so, die Straße von da oben könnte da runterführen. Die Straße von da müsste jetzt hier irgendwie... Ach nee, da drunter kann ich ja gar nicht mehr her. Nach hier nochmal angeschlossen werden, ohne möglichst viel, ohne viel kaputt zu machen. Genau, und von da nochmal nach da wäre super und von da nochmal da runter. Ich meine, gut, der Autobahnzubringer, da wusste ich ja sowieso noch nicht, ob ich den auf ewig da stehen lassen möchte. Aber egal. Erstmal wichtig sind jetzt die sogenannten Bürogebiete. Das heißt, ich klatsche jetzt mal hier oben hin. Viel Spaß beim Bürokratieren, ich weiß es nicht. Nach da bitte und nach da auch nochmal. Und dann könnten wir jetzt hier vorne nochmal Handel gebrauchen. Und da nochmal Wohngebiete. Ums Krankenhaus rum können wir immer Wohngebiete gebrauchen. Und dann kann da meinetwegen nochmal Bürogebiet hinkommen. Ist mir jetzt auch egal. Das wird alles einfach noch Bürogebiet. Okay, Feuer frei. Ich finde eigentlich, das sollte jetzt vollkommen in Ordnung gehen. Mit unserer wunderschönen technischen Anlage hier. Ich mache mir ganz kurz noch die Mühe, hier vorne noch so ein bisschen die Verbindungsstrecken zu unserer zu unserem Dorf hier wiederherzustellen. Nach da nämlich und dann nach da. So, immerhin ist jetzt alles angeschlossen. Ja, so, was ist denn hier oben eigentlich noch alles so, was ich hier so... Ach so, die ganzen Strommasten, die einzelnen, die stehen natürlich noch sinnlos hier rum. Unsere Busse fahren auch noch sinnlos durch die Gegend. Ich meine, das müssen wir jetzt auch nicht mehr kommentieren. Ich meine, die Busroute, die können wir ja eigentlich schon ziemlich getrost mal rauslöschen. Zeig mir mal alle Buslinien. Welche bist du? Nein. Nein. Was ist die da hinten? Das ist die. Wenn ich dich jetzt mal rauskille, haben wir schon kein Problem mehr. Okay, perfekt, super. Das wollte ich mal ganz kurz machen. Ich meine, was ist hier los mit unserem Güterbahnhof? Ich meine, gut, man muss dazu sagen, der liegt jetzt an der Stelle natürlich wieder kacke, weil dieser Lindenpark sich ja verabschiedet hat. Die Feuerwehr können wir übrigens auch woanders... Oh, ab sofort... Seit wann ist das denn so? Ach so, City Skylines hat ja ein Update gekriegt. Ach jo... Ich vergesse das immer, Natural Disasters Mod ist ja, Mod, sag ich schon, Erweiterung ist ja rausgekommen. Ach, scheiße, stimmt ja. Ja, shit, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich weiß, was ich mal in naher Zukunft zu tun habe. Ich glaube, da in naher Zukunft muss ich mich mal damit beschäftigen. Ja gut, dieser sogenannte Lindenpark, den muss ich jetzt, glaube ich, mal, ne, Lindenpark, ich sag immer Lindenpark hier, den kann sich mal ganz kurz getrost verabschieden, hier vorne entlang übrigens auch. Ne, hier, nein, nur bitte genau entlang des Flusses, weil der Fluss, den interessiert keine rechtliche Besonderheit hier. Okay, also das ist schon mal geklärt, die Bürogebiete hier oben haben den Ansturm auf die Industriegebiete schon mal verringert. Hier oben wächst und gedeiht unsere wunderschöne kleine Stadt, so langsam aber sicher, das finde ich super. Mülltechnisch ist kein Problem, auch das scheint kein Problem zu sein. Ich mache hier übrigens nochmal irgendwo so ein Krematorium hin. Es geht nur darum, dafür zu sorgen, dass hier ja keine Sterberate entsteht. Was haben wir denn jetzt hier? Sauna, nee, die will ich ja gar nicht. Ich will ja, wenn überhaupt, will ich ja sowas wie eine Straßenmeisterei bauen. Die kann nämlich schon mal nicht schaden. Wenn wir uns jetzt die hier oben auch nochmal hinsetzen oder sowas, ich weiß es nicht. Komm, bau die einfach dahin. Die sollen einfach durch die Gegend fahren, dafür sorgen, dass die Straße besser funktioniert. Das sollte schon in Ordnung sein. Ich muss mal ganz kurz im Budgetfenster übrigens nochmal nachgucken, ob ich dem... Hier, unsere Müllverbrennungsanlage, die brauchen nur noch 100%. Wir hatten ja damals diese Angaben erhöht. Oh, guck mal hier, diese... Oh, oho, diese wunderschönen Häuser. Und wir hatten ja damals diese Strom... Sache, nicht die Stromsache, die Müllverbrennungssache erhöht. Begründung war ja klar, ne, wir brauchen irgendwie die Chance hier, um die Mülldeponien wegzukriegen für die neue Mitte. Aber das haben wir ja mittlerweile längst erledigt. Das heißt, warum zum Teufel sollten wir uns den Stress antun? Ich finde übrigens dieses Vorortsziel mittlerweile tatsächlich fast schon hässlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier tatsächlich, jetzt mal ganz, ganz grob gesagt, ob ich das hier als Vorort behalten möchte. Oder ob das sich hinterher einfach mit der Stadt hier zusammenschließt, ne? Ich glaube, das ist nicht mehr so großes Problem, wenn ich das jetzt hier mal anmerken möchte. Also ich weiß nicht, ob ich hier tatsächlich dabei bleiben möchte, dass das hier alles
vor Ort bleibt oder ob ich hier nicht hinterher tatsächlich auf die Idee kommen könnte, dass wir hier mal eine Stadt rausmachen. Aber das müssen wir uns in der Zukunft dann noch angucken. Hier übrigens auch noch mal ganz kurz, wenn du Zeit hast, flach dich mal ab, mach dich mal weg. Ich möchte ganz gern diese Insel loswerden, denn die ist ja tatsächlich jetzt relativ sinnlos geworden. Kostenpunkt ein paar tausend Euro. Ich meine, ja gut, da gibt es Schlimmeres. Ne? Hier auch noch mal ein bisschen anglätten, anglätten, anglätten. Hier, das ist ja immer so, ich weiß nicht, das ist ja immer so hässlich hier. Wenn ich jetzt hier muss ich ja auch wieder eine riesen Fräsearbeit leisten, dass hier das irgendwie wegkriegen, dieses Matterhorn hier. Vor allen Dingen kostet uns, ja gut, im Vergleich kostet uns das natürlich jetzt fast nichts, ne? Das muss man dazu sagen. Aber holla die Waldfee, es ist schön. So, das alles wegfräsen. Ja, komm, hier macht auch noch mal ein bisschen, damit wir hier wenigstens eine einheitliche Rinne haben. Ich meine, ob da jetzt eine Rinne ist oder nicht, ich glaube, vom Grundprinzip interessiert uns das sowieso nicht. So, wir haben schon wieder zu viel Erde. Ja gut, wo klatsche ich die jetzt hin? Das ist jetzt wieder die Frage. Wo können wir jetzt noch Erde gebrauchen? Eine ganz, ganz grandiose Frage. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu beantworten. Hier ist übrigens ziemlich viel Verkehr. Holla, die Waldfee, die Fußgängerbrücke lohnt sich, glaube ich, richtig. Eieiei. Und mein Kopfhörer ist schon wieder ausgegangen. Ich kriege die Krise hier. Der hat heute, ich glaube, der hat zu wenig Strom. Den habe ich jetzt zu lange nicht angehabt am Ladegerät. Das könnte ein Grund sein. Aber gut, wir haben jetzt leider Gottes zu viel Erde. Ich weiß nicht, wohin mit dem Scheiß. Da, den See verfülle ich irgendwann mal oder sowas. Das sehen wir uns da mal an. Zunächst erstmal sollten wir uns überlegen, ob wir. Oh, wir haben schon wieder Bürobedarf, Bürobedarf. Ah, wobei. Ja, doch, wir haben immer noch Bürobedarf. Der kriegt ja hier oben mit seinen bisschen Stellfläche gar nicht alles weg. Dann muss ich leider Gottes noch mehr Bürogebiete bauen. Das lässt sich nicht vermeiden. Am besten direkt hier an der Autobahn entlang. Ja, das interessiert die Bürogebiete schließlich nicht. So, jetzt könnte ich hier hoch nochmal eine Straße bauen. Jetzt könnte ich da rein nochmal eine Straße bauen. Dann mache ich hier nochmal ganz kurz Büro. So, das ist alles bitte Bürogebiet. Bitte vergessen Sie nicht, das hier darf alles genutzt werden. Und dieses Autobahnteil soll hinterher mal eine Abzweigung werden. Also so ein, wie heißt das Ding denn jetzt hier? So ein, da. So eine Viereck-Autobahnkonstruktion. Die bauen wir dann vielleicht hier hin oder sowas oder hier hin. Und dann können wir uns hier schon mal eine komplette Straße durch diese wunderschöne Gegend durchbauen. Die hat nämlich dann den Vorteil, dass wir dann so ziemlich unsere Stadt eine Autobahn geben. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, dann beschweren sich die Leute hier nicht so viel. So, hier sind immer noch zu wenig gebildete, missbildete Mitarbeiter oder was? Nicht genügend gebildete Mitarbeiter. Einer. Gebildet ist einer von 0 und, hä, ich blick da nicht durch. Hochgebildet fehlt. Hochgebildet fehlt. Was haben wir denn? Haben wir überhaupt eine Uni? Ja, wir haben eine Uni, ne? Aber es sind noch längst nicht alle Leute bei der Uni gewesen. Ich meine, die Kapazität ist auch in Ordnung, die Kapazität auch, aber hier, unser Vorort, der neigt so langsam dazu, hier die Segel zu streichen. Das gefällt mir nicht. Also, ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen. Ich mache jetzt mal eine ganz kurze offizielle Anmerkung. Und das mache ich jetzt einfach mal einmal jetzt schon in dieser Folge, damit ich da in Zukunft nicht drüber nachdenken muss. Ich hätte ganz gerne, dass das alles, hoppala, noch ein mehr, ja, alles bitte resettet wird. Das hier bis da hinten hin, komm, das mache ich jetzt auch in groß, so, einmal alles weg, was jetzt hier ausgewiesen worden ist als Wohngebiet. Ich glaube ganz ehrlich, in diesem Gebiet möchte gar keiner mehr leben. Aus dieser Sichtweise heraus. So, das kann natürlich jetzt auch alles mal weg, 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 weg. Bitte löschen Sie den ganzen Käse. Ich fange dann jetzt hier nochmal an. Der Friedhof wird dann. Achso, den müssen wir auch nochmal eben entleeren schon mal. Ich reiß jetzt tatsächlich alles ab, was hier in irgendeiner Art und Weise komisch aussieht. Die Oberschule stelle ich mal ganz kurz hier an der Autobahn. Nee, die Oberschule stelle ich mal ganz kurz. Komm, die kommt hier hinten auch noch mal hin. So, Strom. Ja, ich weiß, eure Stromversorgung hat sich gerade verabschiedet. Bitte machen Sie keinen Stress. Ich muss mal ganz kurz hier, ja, darf ich schon? Doch, darf ich. Dann stell dich doch nicht an. Ich setze mal ganz kurz nach da und nach da eine Stromleitung, damit die sich hier nicht alle beschweren, dass sie keinen Strom haben. Entschuldigung. Mein Fehler. Ach, hier, der mittlerweile ist der Laden der Pleite gegangen. Na gut, okay. Das kommt weg. Das kommt übrigens auch weg. Und alles, was wir jetzt hier noch so sehen, ist ja Feuerwehr und sowas. Das wird übrigens auch alles verschoben. Ich hätte das ganz gerne, weiß ich nicht wo. Ja, komm, ich stelle das jetzt erstmal alles da oben hin oder sowas. Arztpraxis. Ja, da können wir jetzt hier unten eigentlich. Na, wobei, was will ich damit? Stell das weg. Arztpraxis wird überbewertet. Jo, weg damit. Was ist das? Polizeiwache wird überbewertet. Jo, weg damit. Was ist hier noch los? Die Chester Residenz, Alter, was ist denn mit dem los? Ist irgend so ein Hillbilly, der möchte nicht wegziehen, ne? Ja, aber alles ausgewiesen ist hier mittlerweile, ne? Genau. Alles gut, das ist das. Oberschule schon wieder.
Ja, mittlerweile habe ich hier tatsächlich nicht mal mehr Platz dafür. Hier, komm, wir bauen jetzt direkt an den Fluss, falls er absäuft, ist egal, ne? Ja, so, Feuerwache, genau, die können wir auch nochmal gebrauchen. Am besten da. wir könnten. Was ist das da? Ja, bitte despawnen, das wäre ganz lieb. Du wirst entsorgt. Was ist mit dir los? Grundschule, die wird doch auch von keinem mehr gebraucht. Was ist das? Immergrün-Residenz, Feuerwache. Habe ich die nicht schon mal gehabt? Weg damit. Ja, und ansonsten war es das ja eigentlich, ne? So, du weg und du weg. Ja, und wie wir sehen, haben wir jetzt hier ein großes Konstrukt und Mythen aus Straßen und allem drum und dran. Was allerdings ehrlich gesagt nicht so ganz mehr dem neuesten Stand der Technik entspricht. Vor allen Dingen die Feldwege. Ich meine, ich fand das ja ganz schön, dass wir mal so also angefangen haben, so zu bauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das entspricht ja nicht mehr im Ansatz irgendetwas. So, der entleert sich nach unten. Das heißt, ich kann hier oben alle großen Straßen tatsächlich schon abreißen. Ich weiß übrigens nicht, warum denn nur noch bei jedem zehnten Geräusch hier dieses Knack von diesen Abrissbagger macht, aber ist mir jetzt auch egal. Genau, du bitte auch weg, du bitte 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 weg, du bitte. Und du auch nochmal. Ja, und dieser Friedhof, der wird jetzt nur noch entleert. Für den Fall, dass er Strom brauchen sollte zur Entleerung, das weiß ich ja nicht, kriegt er jetzt nochmal eine Stromleitung vor der Tür. Und das war es. Und ich würde sagen, unsere kleine Stadt entwickelt sich munter weiter. Hier vorne sind tatsächlich auch schon wieder ein paar Geschäfte kaputt gegangen. Das wissen wir aber mittlerweile. Ich würde mal behaupten, wir brauchen mal dringend mehr Wohnraum, beziehungsweise wir brauchen mehr Leute, die in diese Stadt ziehen wollen. Bis jetzt ist es ja eher gering. Vielleicht müssen wir dafür einfach auch mit Parks und Recreation nochmal so ein bisschen locken hier. Dass wir hier tatsächlich irgendwo in der Mitte mal so einen Platz frei machen, wo wir tatsächlich mal einen Park hinstellen können, der gut aussieht. Ich weiß es ja nicht. Hier vielleicht irgendwo mitten rein. Boots, Junge, ne? Das muss schon mal sein. Das ist einfach so eine neumodische Maßnahme, damit das schöner aussieht hier in der Stadt. So, jetzt entwickeln sich hier ein paar Gebäude schon mal weiter. Genauso wie hiermit, muss man ja ganz klar sagen, es schadet ja nicht, wenn wir hier irgendwo ein bisschen Erholungsfaktor mit reinbringen. Da bitte auch nochmal. Kling, 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 kling. Dann käme jetzt hier, was weiß ich, da auch nochmal so ein Parkchen direkt daneben diese Schule. Die Grundschule von da oben, weißt du, das ist die Arztpraxis, das ist die Grundschule. Ich meine, da können wir jetzt hier oben, das ist dann halt so eine Art, keine Ahnung, Bildungsviertel. Ich weiß es nicht, wie nennt man das denn? Schulzentrum oder sowas, ne? Können wir ja hier super theoretisch auch noch entwickeln lassen. Komm, dann baue ich da eine Straße da drüber, ist mir auch egal. Hauptsache entwickelt diese Stadt, entwickelt sich möglichst viel weiter und es wird immer größer und es wird immer toller und es wird, was weiß ich nicht was, wunderschön, nicht wahr? Jo. So, und wie gesagt, das Stückchen hier, das werden wir irgendwann abreißen. Dann werde ich hier oben diese neue Mitte erweitern und dann werden wir hier dieses ganze Ding auch nochmal zur Stadt umbauen. Okay, so liebe Leute, erstmal Schritt Nummer 1. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Diese heutige Folge ist natürlich schon vorbei. Mit knapp 30 Minuten ist natürlich schon auch relativ. Ich würde sagen, wir zoomen nochmal ganz kurz hier unsere kleine Stadt ran. Wir haben jetzt heute mehr kaputt gemacht, als wir aufgebaut haben, aber das muss leider Gottes auch manchmal sein. Deswegen, ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen, wunderschönen guten Abend und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal.